Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Ja, in der letzten Folge haben wir eine weitere Stufe 1 Quest für den Kollegen Rekt hier hinten erledigt. Und da haben wir gesehen, haben wir ihn nicht, aber die Karte ist aufgedeckt worden, dass es hier auch nochmal einen Händler direkt gibt. Na gut, jetzt will ich aber doch erstmal schauen. Das müssen wir erst einmal abbrechen, weil ich keinen Platz habe. So, du hättest gerne das gekauft, das, das und das. Jetzt können wir uns hier ran machen. Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir die Zeitschriften. Dann hast du Honig? Nein. Hast du Antibiotika? Nein. Vielen Dank für gar nichts. Ja, einmal ganz kurz durchgeluschert. Restock 37 müsste ja heute sein. Irgendwelche Baumaterialien, die ich gut gebrauchen kann. Verkaufen wir mal Zement. Das hätte was. Naja, gut, das ist alles, was wir brauchen und wir haben das Geld dafür dabei. Okay, nicht ganz. Der gibt mir halt nur 150, aber sag mir, was ich noch für dich erledigen kann. Halt die Klappe. Ja, dann nehmen wir jetzt halt mal die verdammten vergrabenen Vorräte, meine Güte. Das ist ja immerhin schon eine Fünfersteinschaufel. Wir haben nur zwei Plätze frei. Wir verräumen das erstmal. So weit haben wir es ja nicht. Ne, morgen ist Restock, okay. Ja, noch so viele großartige Gebäude hier, die wir alle noch nicht von innen gesehen haben. Aber das ist jetzt ja, wenn ich mich nicht verzählt habe, diese Vorräte-Quest, die letzte Einser. Das heißt, dann bekommen wir hier auch ja andere POIs zu sehen bei ihm. Was liegt hier denn? Ja, ich hoffe, der liegt da gleich noch. Erst ausleeren, das hilft alles nichts. So, jetzt haben wir den Honigzeitpunkt natürlich überschritten. Und besser als gar nichts. Da müssen wir langsam mal was Neues finden. Ich noch? Ja, habe ich noch. Dann stellen wir uns nämlich eben schnell noch einen Verband her. Das wollte ich gar nicht immer. Naja, ich wollte gerade sagen, jetzt ist er weg. Aber
Oh, nice. Nach einer Stahlspitzhacke, obwohl wir noch nicht mal eine Eisenspitzhacke haben. Sauber. Scharfschützenband 3. Kopfschütze haben eine Chance auf Lähmung. Ja, Munition und Futter. Das ist doch sehr schön. Jetzt haben wir einmal das Fahrrad geleert und dann machen wir es ab zur Quest. Ich pack das jetzt hier mit rein, das ständig mit mir rumschleppen, habe ich auch keine Lust zu. So, das und das. Da ist mein Joker, ich habe ihn schon gesucht. So, die da rein, die verteilen, dann haben wir noch Metalle. Elektrische Teile und Bauteile. Die haben wir noch gar nicht. Motorwerkzeugteile, okay. So, dich einmal geöffnet. Dann haben wir zweimal Erntewerkzeuge. Da können wir jetzt Eisenwerkzeuge Qualität 2. Forge ahead. Nix. Schade. Dann Vorschlaghammer nicht ganz so wichtig. Den einmal repariert. Ja gut, das Ding hat natürlich was. Habe ich da noch? Nö, aktuell nicht. Egal, wir machen es auf dem Weg. Ein bisschen buddeln. Bringt uns im Wasteland jetzt meiner Meinung nach lehmtechnisch nicht voran, aber. Das werden wir trotzdem irgendwie gelöst kriegen. So, wo muss ich denn hin? Da in die allerhinterste Ecke, ne? Dann. Uhr, ist auch schon wieder sportlich das Ganze, aber. Hier denn Klassentreffen oder? Hallo. Ja, geh, wo du wohnst. Alter, was hat das hier in Autos, ey? Mama. Was ist denn das für ein cooles Haus? Das sieht ja mal stark aus. Was bist du? Ein Zweier. Okay. Nicht uninteressant. So, dann. Waffe ist nachgeladen, ist nachgeladen. Nachgeladen. So, Moment, die Schaufel bringt das hier wahrscheinlich gar nichts. Ne? Weil das hier alles Rotz ist hier. Stein.
keinen Sand. Dann fehlt uns immer noch der Zement. So, ich höre nichts. Und mit der Ausdauer muss aber aufpassen hier jetzt. Da musst du vorsichtig sein. Ach, hier kommt doch Lehm. Okay. Hi. Und du wolltest nicht zu questieren. Hier spawnen immer Zombies, wenn man dem Ganzen zu nahe kommt. Oder wenn sich der Kreis verkleinert, so wollte ich sagen. Einmal kochen. Aber jetzt wird es doch eher was ziehen, ne? Da kommt eine Madame. Digga. Schala, Digga. Da ist noch jemand. Da hinten noch das Köpfchen. Gut. Ja, 20.32 Uhr. Das könnten wir natürlich noch schaffen. Aber ich will mir den Kollegen hier mal markieren. Der interessiert mich. Schnauze. Ja. Wünsche dir alles Gute. So, Kollege Rectus. Das war's hier mit der Einser-Quests. Bringen counterfeit money in here. So, ja, definitiv die Munition. Da führt gar kein Weg dran vorbei. So, Dreier Schraubenschlüssel brauchen wir nicht. Helmlichtmod haben wir. Wasserfilter, wir haben 2000 da stehen. Haben noch einen Wasserfilter. Fahrrad brauchen wir auch nicht. Also nehmen wir das Geld. Was anderes haben wir nicht. So, 2,1 Nordwest. Trader Bob. So, das bringt aber wahrscheinlich jetzt um die Uhrzeit morgen auch nichts mehr. Wo soll denn das sein? Nord... Ah, yes.
Was ist denn was für die nächste Folge? Und den nächsten Ingame-Tag? Ah ja, wir sind ja schon... Nee, wir hatten ja mehr Infizierung, als wir heilen konnten. Und das um die Uhrzeit ist natürlich auch clever. Ja, ich habe noch den ganz großen Antibiotika, den habe ich noch. Ist die Frage, ist das Verschwendung oder Mittel zum Zweck? So, du bist leer. Ja, das hilft ja nichts, ich werde es ja sonst nicht los. So, was können wir denn jetzt schmiedetechnisch bzw. 364 Zement? Na komm hier. Ja, mach fertig. Hilft ja nichts. Und hier machen wir nochmal Pflastersteine. Warum läuft das Ding ja nicht, ne? Bisschen Wasser abköchle. Ja, kann man die auch mal reparieren. Ist jetzt gescrapped? Offensichtlich. Naja, ist ja nicht ganz so teuer. Dann bauen wir uns dann schnell eine neue. Nee, achso, das hängt hinter dem Pflasterstein. Alles gut, ich habe die richtige Taste erwischt. Reine Mineralwasser können wir noch nicht herstellen. Da müssen wir ein Buch für finden. So, dann packen wir den mal wieder auf eine Stunde. Danke sehr. Das kommt ins Schränkchen. Ja, passt was soweit. Hier nochmal nachfüllen. Die ist. Richtig ausgemacht. Der Baum ist.
Wegen den Lampen da oben. Ich wundere mich. Dann war das eben auch nicht an. Ich dachte nur, es wäre an. Na gut. Aber dann würde ich sagen, für diese Folge kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin.